Der weitläufige Herzogspalazzo Gaetani di Castelmola auf der Straße Via Calimera wurde zwischen 1887 und 1890 gebaut. Er wurde aber nicht beendet. Er war lange Wohnsitz des gebildeten Herzogs Salvatore Gaetani di Castelmola. Im Jahr 1999 wurde er von dessen Sohn Gelasio der Gemeinde von Martano übergeben und wurde so ein öffentliches Gut. Der Herzogspalazzo ist eine Synthese des Klassizismus des späten 19. Jahrhunderts mit feinem Geschmack wie die großen Paläste, die für die Stadtzentren der Zeit geplant wurden. Die adligen Räume der oberen Etage sind mit prächtigen Mosaiken fein dekoriert und zeugen von ihrer herrschaftlichen Vergangenheit.